Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Wir haben einen Wochenreport vor der Brust und ich kann euch schon mal verraten, diese Woche war richtig, richtig spannend. Wir haben viele, viele Highlights diese Woche. Ich musste mich für einige entscheiden, habe deshalb folgende gewählt. Einmal natürlich standardmäßig unser Wochenreview von unseren Top 5 Lieblingscoins. Dann der Angriff auf ein Ethereum Parity Wallet. Ja, das war ganz krass. Dazu erzähle ich euch gleich mehr. So ein Angriff auf einen großen Anbieter, der viele, viele Ether verwaltet. Darüber hinaus haben wir endlich Segwit 2x aktiviert, früher als gedacht. Möchte ich auch ganz kurz darauf eingehen. Nicht wenig zu kompliziert werden heute, aber zu guter Letzt habe ich dafür noch was ganz Leckeres. Und zwar meine Top 3 Coin-Empfehlungen. Wie immer ohne Gewähr. Ja, es geht hier wirklich darum, dass ich euch meine Meinung erzähle und meine Ideen, die ich so habe, wo ich so investiere. Ihr müsst natürlich komplett selbst entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht für euch. Und ich möchte nicht dafür gerade stehen, wenn irgendwas schief geht. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, wenn ihr ähnlich denkt und vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen könnt. Ja, genug damit. Wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in CoinMarketCap oder CoinMarketCap.com. Und schauen uns einfach mal an. Ich aktualisiere es sogar nochmal. So, da schauen wir uns mal an, wie die Woche so verlief. Wir sehen weiße Fenster, das ist sehr gut. Ja, so kam ich mir nicht mehr auf vor. Ich mache es nochmal. So. Okay, genau. Also ja, es kam mir wirklich die Woche vor, als ob ich nicht richtig gucken könnte beim Bitcoin. Rauf, runter, rauf, runter. Was ist passiert? Vielleicht ganz kurz mit dem Bitcoin auch mal starten, bevor wir auf die anderen 5 zu sprechen kommen. Bei dem Bitcoin war es folgendermaßen, wir sind es ja schon gewohnt, dass die Montage eher etwas positiver starten, nachdem der Freitag in den letzten Wochen immer so der Chaostag war. Gucken wir uns mal diese Woche an. Auch diese Woche sehen wir der Montag wieder ganz entspannt. Hier geht, glaube ich, der Montag los, jawohl. Wir gehen also langsam hoch und ruhen uns wieder aus, wie wir es kennen. Also die ganze Woche passiert gar nichts. Und plötzlich, boom, wir waren auf $2,800. Und ich glaube sogar im Moment sogar noch höher, ja, $2,860. Was ist passiert? Also es ist natürlich ein bisschen Spekulation jetzt da drin, aber es wurde irgendwie klar auf Seiten der Miner, dass Segwit 2x schon deutlich früher aktiviert wird, als es eigentlich die Frist erlaubt hätte. Demnach ist natürlich gute Stimmung aufgekommen. Man hat gemerkt, okay, man kann sich doch relativ schnell einer Meinung werden oder einer Meinung einig werden. Und ja, so ging es ruckzuck, dass der Bitcoin plötzlich wie aus dem Nichts einen richtigen Hype erlebte. Klar wurde natürlich auch daraufhin wieder schnell verkauft von einigen, aber wir sehen, er hat sich wirklich relativ stark hier aufgestellt. Die ganze Woche so zwischen $2,600 und $2,800. Und auch jetzt sehen wir, dass der Bitcoin sich relativ stark eingependelt hat. Wir sind also hier ungefähr bei 2.380 bis 2.400 Euro. Und das ist natürlich eine ganz klare Ansage, gibt uns auch ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite müssen wir einfach abwarten, was der 1. August bringt. Die User aktivieren ihren Softfork, wenn man so will. Und demnach ist natürlich klar, dass jetzt beobachtet werden muss, wie sich später die Blockerschließung aufteilt. Wird alles so laufen wie geplant? Wird es eventuell Komplikationen geben? Meine Meinung ist gerade, wenn ihr Bitcoins habt, verkauft sie jetzt nicht nur, weil der Kurs ein bisschen gestiegen ist, sondern haltet sie. Aber ich würde jetzt aktuell niemandem raten, Bitcoin nachzukaufen. Ja, das sind sehr kritische Zeiten, die können sowohl extrem positiv verlaufen, dass wir nächste Woche erleben, dass der Bitcoin extrem in die Höhe schießt. Wir können genauso gut auch Pech haben, dass wir nächste Woche den Bitcoin auf dem Rekord-Negativpunkt sehen. Von daher Vorsicht geboten, nicht zu schwer zum Spekulieren, lieber auf Nummer sicher gehen. Ihr kennt ja meine Devise. Lange halten, long terms. Okay. Ja, zweiter Platz, unverändert Ethereum. Auch hier wieder die Woche über eigentlich sehr viel Veränderung zu sehen. Wir sehen es hier, ich mache es jetzt mal nicht groß. Wir sehen es aber hier, den Chartverlauf. Also es gab auch gleich einen Moment wie beim Bitcoin-Riesenanstieg. Auch da waren wir über den 200-Euro-Wert. Und über die Woche hinweg hat sich dann ein kleiner Negativpunkt eingeschlichen, den wir hier sehen. Und der kam genau aus folgendem Grunde. Natürlich zum einen, weil der Punkt erreicht war, dass man Ethereum meint, verkaufen zu können, weil wir vielleicht mal wieder über 200 Euro sind, haben einige gedacht, ich verkaufe jetzt. Auf der anderen Seite aber gab es einen extremen Angriff auf, ich mache es mal eben auf, Bitcoin-Block,
Ich habe euch die Seite ja schon beim letzten Mal gezeigt. Ich lese sie immer ganz gerne und ich habe da für euch mal rausgesucht. Hier genau. Bug. Okay, also. Bug in Ethereum's Parity kostet ICO-Startups 30 Millionen Dollar. Wer zu faul ist, den Code selbst zu schreiben und so weiter. Ja, diese ganzen Sprüche könnt ihr selbst lesen, aber ich will mal aufs Wesentliche ein. Es wurden insgesamt 150.000 Ether gestohlen, beziehungsweise sind dadurch verloren gegangen. Und das Ganze basierte wohl auf einem Fehler im System, sprich einem Bug, einem unentdeckten Fehler, den Hacker sich zunutze gemacht haben und extremen Schaden angerichtet haben. Es gab zwar eine kleine, nennen wir sie einfach mal die Rote Kreuz-Organisation der Bitcoins, also die White Hack-Hackergruppe, konnte sich dem Bug irgendwie schnell erklären und hatte herausgefunden, wie die Diebe das Ganze anstellen konnten, also ein bisschen was verhindern. Aber im Großen und Ganzen eine extrem negative Angelegenheit für Ethereum. Die Sicherheit war einfach für den Moment nicht da und das sorgt natürlich für enorme Unruhen. Gut, Ethereum ist in den letzten Wochen Kummer gewohnt. Das wird wohl auch der Grund sein, warum der Kurs nicht so ganz krass abgestiegen ist. Aber im Großen und Ganzen, klar, definitiv eine kleine Klatsche, wenn man so will. Gut, ich hoffe, das wird eine Ausnahme. Ich bin ganz froh, dass es hin und wieder mal so etwas passiert. Blöd, dass dabei Leute ihr Geld verlieren, aber jedes Mal, wenn ein Fehler gefunden wird, wird er dementsprechend auf Ewigkeit ausgemerzt. Das heißt, schön wäre es natürlich, wenn man selten Fehler findet, aber jedes Mal, wenn man einen findet, kann man auch das Positive daran sehen, und zwar, dass die Stärke dieser Kette immer besser wird und das System sich immer mehr verbessert über die Zeit. Ja, ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Ripple unverändert, ja, die ganze Zeit eigentlich schon so zwischen 17 und 12 Cent. Die Woche über hatten wir einen extrem negativen Verlauf. Und jetzt zur Wochenmitte bis zum Ende hin haben wir uns eigentlich jeden Tag um einen halben bis Cent gesteigert. Ich sehe irgendwie hier auch gerade einen extremen Aufwärtstrend. Und ja, dazu vielleicht später nochmal ein bisschen in dem Video. Erst einmal schauen wir uns jetzt einmal Litecoin und NEM an. Litecoin, das Silber des Bitcoin, wenn man so will. Wenn Bitcoin Gold ist, ist Litecoin Silber. Kleines Minus. Wir sehen also, der Litecoin ist immer so ein bisschen abhängig von Bitcoin. Das werdet ihr häufiger sehen. Die Charts sehen sich teilweise sehr ähnlich. Wenn man mal ein bisschen schaut, hat man die gleichen Bewegungen drin. Und auch hier, während viele im grünen Bereich sind, schneidet Litecoin direkt so wie der Bitcoin eben etwas negativer ab. Und das ist eigentlich immer so. Auf der anderen Seite, wenn der Bitcoin steigt, steigt Litecoin mit. Und wir sehen ja auch aufgrund des Marktkapitals, dass viele Leute auch auf Litecoin vertrauen. NEM, die große Überraschung. NEM eigentlich eine eher kleine Währung, wenn man so will, die extrem groß verteilt ist. Wir sehen 9 Milliarden XEM sind auf dem Markt und es ist so ein ähnliches System wie Ripple. Das heißt, XEM kann man nicht minen. Es gibt also eigentlich hier schon so eine Art zentrale Organisation, die das Ganze leitet. Ist also nicht ganz dezentral wie die anderen Coins. Von daher vielleicht für den einen oder anderen Spekulanten interessant. Ja, ich finde, das sieht doch sehr nach Ripple aus. Ich werde es mal genauer beobachten, das Ganze. Und wir schauen uns mal im Laufe der Woche NEM etwas genauer an. Ich gucke mal, dass ich vielleicht zur nächsten Woche nochmal ein kleines Extra-Video zu NEM mache und zu einigen anderen Coins, die von euch gewünscht waren. Ich hatte hier ein Top-5-Video der besten oder Lieblingscoins zusammengestellt und ich habe von euch so viele Kommentare bekommen über Coins, über die ihr sprechen möchtet. Und die besten davon habe ich jetzt rausgesucht und schon mal ein Skript angefangen zu schreiben. NEM wird auch darin auftauchen, also seid gespannt. Okay, genug dazu. Wir gehen mal zum nächsten Punkt unserer kleine Agenda. Und zwar gehen wir jetzt mal ein auf das Thema BIP 91 Locked-In. Was Segwit ist, was Segwit 2x ist und andere Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang habe ich euch in einem anderen Video erklärt in meinem Kanal. Schaut es euch sehr, sehr gern an. Würde vielleicht auch Sinn machen, sich das Video einmal kurz anzuschauen, bevor man jetzt hier zuhört. Denn ansonsten versteht ihr wahrscheinlich nur im Bahnhof. Also, ich bringe es mal kurz auf den Punkt. Es wurde ja vor einiger Zeit ein Vorschlag auf den Weg gebracht, BIP 141, in dem es heißt, ein Teil im Block soll entfernt werden, um so eben dem Block mehr Kapazität zu geben. Viele Miner waren dagegen und andere sagten nur unter gewissen Voraussetzungen, sehr, sehr viel hin und her. Details spare ich jetzt. Aber es gab dann irgendwann im Mai eine Debatte, und zwar die fand in New York statt. Das sogenannte New York Agreement wurde da geschlossen. Viele Größen der Bitcoin-Szene oder auch der generellen Krypto-Szene kamen zusammen, haben gemeinsam überlegt, was man tun kann, um die Situation zu entschärfen. Und man hat gesagt, okay, bevor wir alle uns darauf verlassen müssen, dass Segwit mit 95% aktiviert wird, lass uns lieber eine Lösung finden, mit der jetzt schon alle konform gehen
Und so wurde Segwit 2X in die Wege oder auf die Welt gebracht. Segwit 2X hatte darüber hinaus noch eine Ergänzung, dass man nicht 95% der Mehrheit braucht, sondern nur 80%. Und jetzt zu dieser Grafik hier. Wir sehen also hier, sind wir also die 80% schon überschritten. Wir sind hier also deutlich drüber. Und demnach wurde dieses New York Agreement, Schrägstrich Segwit 2X, aktiviert. Was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das erstmal gut, deutlich früher als die Frist es eigentlich wollte, wurde das Ganze jetzt schon akzeptiert und umgesetzt. Ist natürlich sehr, sehr cool für uns. Das zeigt, dass die Miner sich doch irgendwo einig sind und dass man sehr viel Aktivität hat. Also viele, viele Leute, die schnell reagieren. Und jetzt sind wir eigentlich in der Schonfrist für alle Nicht-Segwit-Blocks, denn noch 43 Blocks weiter, dann wird das sozusagen komplett aktiviert und alle Nicht-Segwit-Blocks werden von den Minern nicht mehr akzeptiert. Ja? Man sagt jetzt also, das Regelwerk wird geändert. Alles, was nicht Segwit ja, konform ist, wird einfach nicht mehr akzeptiert. Das zwingt also einige Leute, die vielleicht noch nicht Segwit akzeptiert haben, darüber nachzudenken, Segwit jetzt doch zu akzeptieren. Und so hoffe ich natürlich, dass es irgendwie ganz entspannt für uns alle abläuft. Entscheidend wird aber nochmal der 1.8., also sprich jetzt in 8 Tagen, hier läuft der Countdown. Der User-Activated Soft Fork wird dann aktiviert. Und ja, wir müssen dann einfach mal schauen, wie die Miner denn wirklich die Blöcke erschließen. Ob das so klappt, wie man sich das vorstellt, oder ob eventuell der User-Activated Soft Fork eine Kette erwischt oder zu viele Ketten erwischt, dass die anderen Leute alle an dieser Kette weiterarbeiten, anstatt an der, die wir eigentlich wollen. Und ja, wen das genauer interessiert, schaut euch wie gesagt das andere Video an. Ansonsten sind wir einfach mal gespannt, was der 1. August mit sich bringt. Mein Tipp nochmal. Aktuell alles, was ihr an Geldern auf den Exchanges habt, also alle Bitcoins, die ihr auf irgendwelchen Online-Börsen habt, wie Kraken, Bittrex, Poloniex, Bitcoin.de, egal wo, nehmt diese Bitcoins runter von den Seiten und packt sie euch auf ein Wallet, dessen Private Key ihr besitzt, beziehungsweise falls ihr ein Hardware-Wallet habt, wie den Ledger Nano S oder so, packt es alles darauf. Es kann natürlich passieren, dass gar nichts schief geht. Es kann aber auch ganz viel schief gehen. Im schlimmsten Fall sind eure Bitcoins vielleicht gefährdet. Deshalb seid schlau. Es geht hier auch um viel Geld. Nehmt es einfach runter und packt diese Bitcoins nur auf Wallets, dessen Private Key ihr besitzt. Das ist dieses, wo ihr euren Namen zum Beispiel bei den Hardware-Wallets schreibt man 24 Wörter auf oder man hat in anderen Wallets 12 Wörter, die man handschriftlich aufschreibt. Wenn ihr das gemacht habt, dann wisst ihr, dass ihr auch den Private Key haltet. Wenn nicht, wenn ihr euch nur irgendwo angemeldet habt, denkt dran, runter damit. Okay. Ja, das war's eigentlich hierzu. Das Letzte, was ich euch noch versprochen habe für heute, ist natürlich ja, meine Top 3 Coins in dieser Krisenzeit. Und ich will es gar nicht so spannend machen. Ich habe mir aktuell folgende 3 Coins sehr genau angeguckt. Und ich würde mal anfangen mit meiner Top 3. Und zwar ist das PIVX. PIVX deshalb, weil PIVX meiner Meinung nach sehr, sehr großes Potenzial hat und ähnlich wie sich der Bitcoin zum Litecoin verhält, also dass wir da Gold und Silber haben, ist PIVX eigentlich quasi exakt das gleiche wie Dash. Und wer mich kennt, weiß, dass ich relativ viel von Dash halte. Ich glaube auch daran, dass Dash und Ethereum so die Position 2 unter sich ausmachen werden auf lange Sicht. Aber erst einmal zu diesem Punkt hier, PIVX war es schon mal auf einem Kurs von über, wir gucken mal, Moment, wo war es? Das sind die letzten, so genau, gucken wir uns mal die letzten Tage an. Also wir waren schon extrem herabgefallen auf 1,72 $, haben uns jetzt ein wenig gefangen. Ich glaube aber generell, PIVX ist ganz klar unterbewertet. Diese Währung wird sehr, sehr viel angeboten auf sehr vielen Börsen. Wir können uns ja mal anschauen, schaut mal, wie viele Börsen PIVX listen. Es gibt einige Coins, die viel, viel jünger am Markt sind und viel, viel weniger Potenzial haben und irgendwie deutlich besser bewertet sind. Deshalb, es liegt aktuell einfach nur daran, dass es viel Wettbewerb gibt. Über die Zeit werden sich die ein oder anderen Wettbewerber verabschieden. Und ich glaube daran, dass PIVX sehr viel Potenzial hat, was so die Marktkapazität betrifft. Aber müsst ihr selbst entscheiden. Zweitens, Tenex. Tenex ist mein großer Favorit. Auch liebe Grüße an Dr. Julian Hosp, deutscher Co-Founder von Tenex. Und das System gefällt mir sehr gut. Bei Tenex geht es darum, dass es Token gibt, die ausgegeben werden. Diese Token wurden schon beim ICO ausgegeben. Dementsprechend konnte jeder sich gewisse Anzahl von Token kaufen. Und diese Token sind zum einen natürlich zum Handeln da. Also ihr könnt auf verschiedenen Börsen damit handeln.
Zum anderen habt ihr aber auch durch diese Token, wenn ihr sie besitzt, einen Anteil an dieser Firma. Und 10x gibt jedem, der Token, eine gewisse Anzahl an Token hält, 0,5% an ja, Umsätzen, die sie durch die ganzen Transaktionsgebühren bekommen. Das heißt, ihr werdet alle als Teilhaber dieser Firma gesehen und könnt durch eure Token eigentlich doppelt Geld verdienen. Einmal ganz einfach dadurch, dass ihr sie haltet. Dafür bekommt ihr dann diesen Bonus. Und einmal natürlich, wenn ihr zum Beispiel seht, 10x hat ein extremes Wachstum hingelegt jetzt. Es war schon mal tief gefallen. Gleich nach dem ICO, der sehr gut bewertet war, waren wir auf knapp 45 Cent oder ich glaube sogar noch unter 40 Cent. Also sehr, sehr stark gefallen. 10x macht sich die letzten Tage extrem gut. Und durch diesen doppelten Vorteil, dass ihr zum einen natürlich Kursgewinne mitnehmt, auf der anderen Seite aber auch über die 10x-Token oder die Pay-Token Anteile an der Firma haltet, wenn man so will, ja, macht das für mich doppelt Sinn. Und deshalb bin ich sehr, sehr stark für 10x aktuell. Aber zu guter Letzt, ja, viele von euch werden es wahrscheinlich nicht so gern hören, weil einige was gegen die Währung haben. Ich persönlich finde Ripple cool. Und das ist auch meine Nummer eins. Glaubt mir, Leute, ich will jetzt hier nicht der Nostradamus werden, aber ich glaube fest daran, dass Ripple die ganze Zeit noch auf seinen Rocket-Start wartet. Ripple die ganze Zeit eine große Seitwärtsbewegung, seit Monaten. Alle Coins hatten irgendwann mal so einen kleinen Hype. Ripple die ganze Zeit konsequent immer so um die 20 Cent getaumelt. Dann natürlich in den letzten Wochen, genau wie viele Kryptowährungen, enorm abgenommen. Und jetzt bewegen wir uns wieder auf so einem Preis von 19 US-Dollar, also ungefähr bei 16, 17 Cent sind wir gerade. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Ripple schon in den nächsten Wochen wieder zu seinem Normalen finden wird. Das heißt, zwischen 22 und 24 Cent sich einpendeln wird. Das denke ich ganz klar, denn es hat sich nicht viel am Markt geändert. Ripple hat keine Negativschlagzeilen. Es gibt keine Besonderheiten bei Ripple, dass man irgendwie nicht mehr an deren Glaubwürde, dass sie nicht mehr glaubwürdig erscheinen würden. Und zudem wissen wir alle, dass bei Ripple extrem viele Banken mit drin stecken. 15 der 50 größten Banken sind bereits dabei. Es wird jeden Tag mehr. Ripple hat enorm viele Anhänger, enorm viele VIPs auch dabei, die für Ripple werben. Ripple ist sehr, sehr stark und ich glaube, besonders XRP als Währung wird noch sehr, sehr weit ja, am Markt verbreitet. Und das zeichnet dann natürlich auch die Market Cap. Das heißt also, wir sind noch lange bei 6 Milliarden nicht am Ende. Investiert gern da rein. Das ist meine Empfehlung. Aktuell zumindest Stand heute. Ich glaube daran, dass Ripple in den nächsten Wochen wieder zu seinem Normal findet und auf mittelfristige Sicht sogar extrem steigen wird. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alle Angaben ohne Gewähr. Das sind meine Investments. Ihr sollt ein bisschen auch daraus hören, was ich mache und euch selber natürlich eine Meinung bilden. Habt ihr noch coole Ideen? Gerne her damit. Ansonsten sind wir am Ende des heutigen Wochenreports. Heute mal ein bisschen länger, weil heute so viel Input einfach nötig war. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, über welche Themen ihr noch gern reden möchtet. Oder lasst uns eine kleine Diskussion starten hier in dem Kommentaren. Ansonsten abonniert den Kanal. Macht euch einen richtig, richtig geilen Abend. Und bis bald, euer Alex. Ciao.